und so weiter, ich komme dann hin. Und dann, ich habe ja 20, 25 Jahre alleine gelebt und dann haben wir geheiratet, dann kommen wir nach Hause und in der Früh werde ich munter am ersten Tag meiner Hochzeit und gehe runter wie jeden Tag Kaffee machen. Oh, bin ja verheiratet, ja, schnell rauf, Hannelore, komm zum Kaffee und so weiter. Und dann, Hannelore, ich muss jetzt zur Arbeit, ich komme irgendwann am Abend wieder mal nach Hause, aber weiß ich nicht genau. Spätabends komme ich nach Hause und setze mich hin und lese die Zeitung, so wie immer und so weiter. Oh, bin ja verheiratet, Hannelore, ich muss noch schnell reden mit dir, gute Nacht. Wenn ich so lebe mit meiner Frau und du triffst sie nach 3 Monaten nach der Hochzeit und du fragst meine Frau, wie ist es eigentlich so verheiratet zu sein? Sagt sie, ja, ich bin verheiratet, aber es ist etwas langweilig. Und wisst ihr, so ist es genau wie manche Christen mit dem Herrn Jesus leben. Ah, oh, normalen Geschäft, ah ja, bin ja Christ, Herr Vater, bitte segne den Tag und rette auch sonst alle, gell? Und dann geht man zu den Geschäften nach und abends noch legt man sich hin, todmüde, oh, bin ja Christ, ja, Gott, Vater, und erlöse alle Menschen und segne alle Missionare, Amen, aus. Und so, und dann fragst du einen Christen, wie geht's dir so im Christenleben? Und sagst du, ja, ich bin zwar Christ seit 3 Monaten, aber eigentlich, es stinkt langweilig, es tut sich auch nicht.